WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 18. Januar 1908. Der Geburtstag von Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha. Willkommen zu Sibylla. Sibylla, die vergessene Prinzessin, die nie Königin wurde. Die Mutter des aktuellen schwedischen Königs. Geboren als Prinzessin Sibylle Kalmar Maria Alice Bathildis Feodora von Sachsen-Coburg und Gotha. Das Adelsgeschlecht von Sachsen-Coburg und Gotha ist vor allem bekannt, weil die britische Queen Victoria Prinz Albert aus dieser Familie geheiratet hat. Prinz Albert von der Netten. Sagt Roger Lundgren, Sibylla-Biograf und Experte vor allem für die nordischen Königshäuser. Zu unserem Gespräch kommt er direkt aus dem königlichen Schloss ins Stockholmer Studio. Termine, Sie verstehen. Sibylla ist also eine Urenkelin von Queen Victoria, das zweite Kind des letzten Herzogs von Sachsen-Coburg und Gotha, der als Hitlers Herzog in die Geschichte eingehen wird. Vordergründig verlebt sie eine unbeschwerte Kindheit und Jugend, Gartenarbeit, Konversation, Spielen. Sie hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern Victoria Adelheid und Karl Eduard. Damals kümmerten sich Hoheiten nicht um ihre Kinder. Sie wurde von einer Kinderfrau aufgezogen und ihre Eltern sah sie nur bei besonderen Anlässen, großen Abendessen etwa. Stattdessen stand sie ihren vier Geschwistern sehr nahe. Als gütig, warm und humorvoll wird die junge Sibylla beschrieben. Elterliche Liebe allerdings bekommt sie kaum. Die Eltern sind streng und halten den adligen Nachwuchs kurz. Herzog Karl Eduard regiert nationalistisch, reaktionär, bricht im Ersten Weltkrieg mit dem britischen Königshaus. Mit der Novemberrevolution in Deutschland ist 1918 auch das Herzogtum Geschichte. Aber die Familie durfte in Coburg auf dem Schloss wohnen, ohne jede Macht oder Einfluss. Als junge Frau besucht Sibylla die Verwandtschaft in ganz Europa und Südafrika, studiert kurz an der Kunstgewerbeschule in Weimar. Ihr Berufswunsch? Innenarchitektin. Stattdessen wird sie auf eine Hauswirtschaftsschule in Österreich geschickt. Vorbereitung auf das adlige Eheleben. Herzog Karl Eduard sucht sich eine neue Betätigung. Er engagierte sich immer stärker in der neuen Bewegung, die Adolf Hitler in den 20er Jahren in Deutschland startete. Coburg wird in den 1920er Jahren zu einer Hochburg der Nationalsozialisten. An Sibyllas 23. Geburtstag hisst das Rathaus als erstes öffentliches Gebäude in Deutschland die Hakenkreuzfahne. Kurz darauf wird der Nationalsozialist Franz Schwede erster Bürgermeister. Die weit verbreitete adlige Verwandtschaft sucht unterdessen einen Mann für Sibylla. Im europäischen Adel ist sie eine Top-Partie. Sie beschlossen, Prinzessin Sibylla auf der Hochzeit ihrer britischen Cousine mit Prinz Gustav Adolf zusammenzubringen. In England. Prinz Gustav Adolf, Erbprinz von Schweden. Sein Großvater sitzt gerade auf dem Thron, sein Vater ist Kronprinz. Die Thronfolge ist mit Gustav Adolf über zwei Generationen gesichert. Der 25-Jährige hatte es mit dem Heiraten nicht eilig und erkennbar wenig Lust auf die Kuppelei. Han åkte. Und när han såg Sibylla så blev han knockad av kärlek. Er fuhr dorthin und als er Sibylla sah, hat es ihn umgehauen. Sie war so schön, so entzückend und sie verliebte sich auch schnell in ihn, einen schicken Mann. Es machte sofort Klick. Och de klickade verkligen på en gång. Im Juni 1932 die Verlobung, im Oktober die königliche Hochzeit auf der Weste Coburg. Hier kommen unsere Hauptpersonen, Prinz Gustav Adolf von Schweden und Prinzessin Sibylla, glücklich vermählt. Schwedens König bleibt auf Bitten des Parlaments in Stockholm fern. Schließlich hatte der Vater der Braut Anfang des Jahres öffentlich zur Wahl Hitlers aufgerufen. Die Prinzessin ist standesgemäß. Aber ihr Vater politisch anrüchig.
Es gab die Besorgnis, dass einige die Hochzeit für ihre Propaganda benutzen könnten. Hitler mochte die Vorstellung, dass sich diese beiden Königshäuser miteinander verheirateten. Europas Hochadel in einer hakenkreuzbeflaggten Stadt. Die standesamtliche Trauung wird vom nationalsozialistischen Bürgermeister vollzogen. Am Abend säumen 5000 Fackelträger die Straßen. Nicht nur zu Ehren des Brautpaares. Nach einem Monat Hochzeitsreise geht es wieder nach Norden. Einem Kamerateam sagen die frisch Vermählten: I'm so glad to come to Sweden. Both the princess and I are very glad soon to be back in Sweden. Heim nach Schweden. Sibylla zu Ehren wird ein Parfüm kreiert und noch mehr. Man skulle införa i samband med att hon kom hit så skulle man börja sälja korv. Bei ihrer Ankunft wollte man Brühwurst nach deutschem Vorbild verkaufen. Und um den Namen gab es einen Wettbewerb. Und der Name Sibylla lebt weiter durch diese Wurst und die Buden, in denen sie heute noch verkauft wird. Korvkiosker i Sverige heter Sibylla idag. Willkommen till Sibylla. Der Empfang in Schweden ist wohlwollend. Eine Prinzessin, die von der britischen Queen Victoria abstammt, hübsch aussieht, eine echte Liebesheirat eingegangen ist. Was will man mehr von der Frau, die als zukünftige Königin ausersehen ist? Auch wenn das Parlament im Land entscheidet, so hat das Königshaus doch großen Einfluss. Das Paar zieht in das Landhaus Haga, abgelegen in einem Park nördlich von Stockholm, und übernimmt seine Repräsentationsaufgaben in der schwedischen Königsfamilie. Und? Ihre wichtigste Aufgabe war es dann, dem Land einen Thronfolger zu gebären. Sie musste einen Prinz bekommen und das fiel ihr schwer. Das war schwer für sie. 2 Jahre nach der Hochzeit kommt das erste Kind. Först kommer prinsessan Margareta. Prinzessin Margareta, ein Mädchen. Sen kommer prinsessan Birgitta. Dann Prinzessin Birgitta, ein weiteres Mädchen. Hon följs av prinsessan Desiree. Prinzessin Desiree, noch ein Mädchen. Som följs av prinsessan Christina. Und Prinzessin Christina. Das hatte sich das Königshaus anders vorgestellt. Oron växer sig i Sverige. Die Unruhe nimmt zu. Kann Sibylla keine Jungen bekommen? Selbst die Regierung zeigt sich ihr gegenüber irritiert. Europa versinkt im Krieg und Schwedens streng männliche Thronfolge ist nicht gesichert. Aber das Volk liebt die süßen Hagazessinnen, wie sie bald genannt werden. Trotz eines schwierigen Verhältnisses der Royals zur Presse kommen regelmäßig Filmteams vorbei. Die eigentlich schüchternen Eheleute Sibylla und Gustav Adolf werden zur schwedischen Vorzeigefamilie. Die Prinzessinnen werden zum größten Teil von einer Kinderfrau aufgezogen, Ingrid Björnberg, genannt Nenne. Sibylla ist lange Zeit eifersüchtig auf die Zuneigung, die sie von den Kindern erhält. Das fünfte Kind, geboren am 30. April 1946, endlich ein Junge. Der heutige König Karl der 16. Gustav. Familie, Königshaus und Volk. Alle sind glücklich. Doch das hält nicht einmal ein Jahr. Kurz nach Sibyllas 39. Geburtstag ist Gustav Adolf zu einem Jagdausflug in den Niederlanden. Extra Nyhetssendung von TT. Hans Kunglig Höghet, Prinz Gustav Adolf, har i eftermiddag omkommit på hemresa till Stockholm. Auf dem Rückflug stürzt sein Flugzeug in Kopenhagen ab. Alla som satt på planet. Alle im Flugzeug waren sofort tot. Prinz Gustav Adolf stirbt mit nur 40 Jahren. Der Schock wirft Sibylla um. Später sagt sie in einem Zeitungsinterview: Als mein Mann starb, wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Alle sagten, was für ein Glück im Unglück, dass sie nicht allein ist. Sie hat ja ihre Kinder als Gesellschaft. Viele sagten es mir direkt. Und das war natürlich als Trost gemeint. Aber ich wollte meine Einsamkeit herausschreien. Von einem Tag auf den anderen ist ihr Leben auf den Kopf gestellt. Roger Lundgren. Drottning war Johannes Öde. Sie sollte ja Königin werden. Darauf bereitete sie sich vor. Nun muss sie ihr Leben komplett neu ausrichten und stattdessen den künftigen König großziehen. Den här framtida kungen.
Es wird ihre einzige Aufgabe. Prinzessin Sibylla zieht sich in sich zurück. Über den Tod ihres Mannes spricht sie nicht einmal mit den eigenen Kindern. Prinzessin Birgitta erinnert sich im schwedischen Fernsehen. Die war der allerwerste für uns. Die war in der Sette Soria Portugal. Das war das Schlimmste für uns. Es war ihre Art zu trauern. Es war schrecklich. Auch wir Geschwister sprachen untereinander nicht über Papas Tod. Wir durften nichts sagen. So all den Informationen, die jüngere Barnen haben. Alles, was die Jüngeren, also Prinzessin Christina und König Karl der 16. Gustav darüber wissen, mussten sie als Erwachsene selbst herausfinden. Dann haben sie leta reda på i vuxen ålder. Man gewöhnt sich an alles. Auch an die Einsamkeit, die Trauer, das Vermissen. Ich habe mich durch beides gekämpft, die gesellschaftliche und die persönliche Einsamkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet Schweden seine eigene Rolle auf. Warum wurden Wehrmachtssoldaten an die finnische Front durchgelassen, während man den norwegischen Nachbarn nicht zur Hilfe kam? Verdächtig auch die Deutsche im Schloss, eingeschlossen in ihre Trauer, familiär vorbelastet. Wir waren bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936, mein Mann und ich. Berühmte Schweden kamen auf uns zu und erzählten stolz, dass Hitler ihnen die Hand gegeben hat. Viele von uns haben das nicht sofort durchschaut. Eine öffentliche Distanzierung aber kommt ihr nicht über die Lippen. Sie wurde nie von den Schweden mit einer besonderen Wärme umfangen. Bis zu ihrem Tod war man misstrauisch ihr gegenüber. Drohbriefe und Beschimpfungen sind an der Tagesordnung. Die schwedische Presse schießt sich auf die verschlossene Frau ein, die niemals modern oder rebellisch wirkte. Erst spät wird Sibylla dann doch noch Schwedens First Lady. 1965 stirbt Königin Luise. Prinzessin Sibylla wird als Schwiegertochter oberste Repräsentantin an der Seite des Königs und zeigt sich von einer offeneren Seite. Die Sommer verbringt sie in ihrer Villa auf Öland und genießt die Natur. Als Freundin in ihrer Nähe, Kinderfrau Ingrid Björnberg. Sibylla ist fortfarande eine oerhört bortglömd Person in Sverige. Sibylla bleibt eine vergessene Person in Schweden. Und die Leute haben immer noch sehr vorgefertigte Ansichten, was für ein Mensch sie war. Förutfattade meningar om vem hon var som människa. Jag vet an dig ligger Rose. Die Krönung ihres Sohnes erlebt sie nicht mehr. Auch nicht, dass er eine Deutsche heiratet oder dass ihre Enkelin als erste Frau zur Thronfolgerin wird. Prinzessin Sibylla stirbt im November 1972 an Krebs mit 64 Jahren. Und enda som satt vid mammas säng när hon dog, det var Nenne. Als meine Mutter starb, saß Nenne an ihrem Bett. Wir waren ja in die ganze Welt zerstreut und konnten nicht kommen. Nenne saß da und hielt ihre Hand. Nenne satt och höll hennes Hand. Och sedan efter detta livet besitta paradis. Im Zeitzeichen erinnerte Frank Zirpins an Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha, die heute vor 115 Jahren geboren wurde. Redaktion Matti Hesse.